Serapis. Serapis ist ein altägyptischer Gott. Serapis, auch Sarapis genannt, ist insbesondere ein ägyptischer Gott, der von Ptolemaios dem I. als integrativer Reichsgott etabliert wurde. Serapis kann man auch bezeichnen als ägyptisch-hellenistischer Gott. In Serapis findet man verschiedene Mythen verbunden. Man findet dort die altägyptische Gottheit Osiris. Man findet auch den Apis-Stier, in dem eben Osiris enthalten ist. Und in ihm sind auch die griechisch-römischen Hauptgötter enthalten, Zeus Jupiter und Hades Pluto. In diesem Sinne ist Serapis der höchste Gott der ägyptisch-hellenistischen Zeit. Man könnte sagen, Serapis ist ein monotheistischer Aspekt. Serapis ist also entstanden im frühen Hellenismus und dort wollte Ptolemaios I. die verschiedenen griechischen und Ägyptern miteinander zu verbinden. Ursprünglich war der Kult des Serapis nur für die griechische Bevölkerung Ägyptens bestimmt, um griechische und ägyptische Traditionen zu vereinen. Dann geschah aber auch die Aufnahme ins ägyptische Pantheon. Und dann wurde auch Isis als Gattin von Serapis etabliert. Serapis-Kult entwickelte sich weiter und es gab eine längere Zeit, wo Serapis sehr verehrt wurde und es gibt viele Heiligtümer von Serapis, nicht nur in Ägypten, sondern später auch in den verschiedenen Teilen von im ganzen Mittelmeerraum. Der Kult des Serapis war in den ersten um die Christi Geburt ein sehr populärer und ein sehr wichtiger. Serapis, also der höchste Gott, man könnte ihn durchaus vergleichen mit Ishvara, in ihm sind alle anderen Götter enthalten und sie verbinden sich mit allem. Und Serapis ist auch ein schönes Beispiel für die integrative Kraft der Religionen. Heutzutage sind Religionen oft etwas Trennendes, aber im Altertum haben Religionen vieles miteinander verbunden. Die Götter und Göttinnen haben sich miteinander verschmolzen oder sie wurden miteinander verschmolzen im Bewusstsein. Letztlich gibt es nur ein göttliches Prinzip, das sich in verschiedenen Weisen manifestieren kann. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass Gott in der Gestalt erscheint, in der er verehrt wird. Und es gibt bestimmte Urprinzipien, die auf unterschiedliche Weise gesehen werden können als göttliche Kräfte. Man kann sie als göttliche Kräfte nehmen, man kann sie als Engel verehren, als Heilige, als Götter, als Göttinnen. Und diese kann man immer wieder unterschiedlich sehen. Und es wäre wünschenswert, wenn man eher das Gemeinsame zwischen den Weltreligionen sehen könnte und auch die einen oder anderen Aspekte Gottes miteinander verbindet, als das Trennende sich anzuschauen. Und so wie in China Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus miteinander verschmolzen waren und zum Teil sind, ja, so waren es auch im alten Hellenismus, sind die griechischen, die ägyptischen und auch die vorderorientalischen Götter und Göttinnen, später auch die keltischen und die germanischen Götter und Göttinnen miteinander verschmolzen und haben immer wieder neue Verbindungen eingegangen.